Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einem erneuten Video zu FIFA 17 Ultimate Team. Heute mit einer fast schon in Vergessenheit geratenen Serie, die wir wieder aufleben lassen hier auf dem Kanal. Ob sie öfter kommen wird, habt ihr so ein bisschen in der Hand. Ich habe momentan Bock auf diese Serie und dementsprechend kommt sie. Es geht um Deal With, die Serie, bei der wir einen Spieler auswählen, mit dem wir im Idealfall das komplette gegnerische Team zerstören. Nach meinen Vorlieben werden diese Spieler ausgewählt. Und wir schauen, wie sie sich machen. Das sind quasi Player-Reviews in einer Episode. Wenn euch das gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da für die Leute, die es schon kennen. Ich denke mal, einigen von euch hat das sehr gut gefallen in der Vergangenheit. Und ich dachte mir jetzt gerade, wo die vielen interessanten Karten rauskommen, um Weihnachten und so weiter und so fort, könnte man das mal wieder, ja, bringen hier auf dem Kanal. Videobeschreibung abchecken, wenn ihr selber Coins braucht, für beispielsweise Informspieler, IG Vault, momentan glaube ich sogar 8% mehr Coins, die ihr auf eure Bestellung bekommt als Weihnachtsbonus. Lohnt sich also dementsprechend da vorbeizuschauen, auch um sich eventuell fürs Team of the Year einzudecken. Ihr könnt gerne meine Social Media Links abchecken, Instagram auf jeden Fall und Twitter mal folgen. Macht euch Twitter, wenn ihr es nicht habt, das ist wirklich eine sehr gute Plattform. Könnt ihr auch den anderen YouTubern folgen und dazu mein Merchandise. Könnt ihr auch sehr gerne auschecken, würde ich mich drüber freuen, wenn dann ein oder andere nochmal in der Weihnachtszeit jetzt zuschlagen würde. So. Das ist unser Team. Wir spielen heute 4-3-3. Ihr seht schon der Info vorne im Sturm. Das ist natürlich der Spieler, um den es gehen wird. Und das Team sieht folgendermaßen aus. Wir haben Ryu, Gigi, Kolo Touré, Gamboa, Moreno, Chan, Tioté, Touré, Kamano, Walcott und vorne drin Dwight Gale. Das heißt, wir haben keinen einzigen Four-Star-Skiller in diesem Team. Wobei, Kamano? Nee, keinen einzigen Four-Star-Skiller in diesem Team. Aber ein sehr solides Team. Und Gale sieht für einen Zweitligaspieler mit einem 80er-Rating extrem stark aus. Mit 87 Tempo, 85 Shooting und 82 Dribbling, dazu 72 Physis. 4-Star Week for 3 Sterne Skills. Mittel Arbeitsraten ist ein bisschen schlecht, aber er ist in Ordnung. Und er spielt halt bei Newcastle, bei den Magpies, bei meinem Lieblingsteam aus England. Und dementsprechend konnte ich mir nicht entgehen lassen, den mal zu testen. Ich würde sagen, ohne weitere Umschweife suchen wir den Gegner und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir. Wir spielen gegen ein weihnachtliches Team. Und zwar, naja, okay, weihnachtlich ist nicht, aber die Trikots sind weihnachtlich. Und wir haben einen Gast. Das heißt, wir spielen gegen zwei Leute. Wird auf jeden Fall interessant. Zu Dwight Gale nochmal ein paar Stats. Er hat 89 Antritt, ich glaube 93 Agilität oder, nee, 97 Agilität. Und dazu noch 93 Beweglichkeit. Also unglaublich geniales Ab-Rating, wie es Wayback sagen würde. 88 Abschluss, 93 Freistoßgenauigkeit. Dazu 85 Jumping und ich glaube irgendwas mit 85 Heading auch. Richtig, richtig geile Karte, definitiv. Schauen wir mal, wie der sich machen wird. Kamano auf Gale. Gale erstmals im 16er und direkt das erste Tor durch Dwight Gale. Das geht auch richtig gut los. Hat übrigens ein 84er Angriffsrating. Das heißt, ihr kriegt hier eigentlich eine 84er Karte für um die 27.000 Coins. Richtig gut. Und das hier ist schon mal direkt ein schöner Abschluss vorbei an Reyna zum 1-0. Besser kann es ja gar nicht laufen. Oh, sein Dribblingwert ist natürlich nicht ganz so stark, aber seine Agilität ist genial. Und das wäre fast das 2-0 gewesen. Das wäre stark gewesen. Gale im Zusammenspiel mit TOT, jetzt muss der das Tor machen, der muss das Tor machen, der macht das Tor. Vorlage Gale, oh, Animationsfail, jetzt sieht er aus wie ein Zombie. 2-0, zweimal Newcastle-Spieler und wieder ist Reyna machtlos, also momentan läuft das hier. Oh, da wäre der Superman, nee, Quatsch, der Superman war von Reyna, da wäre der Kopfballtreffer von Gale gewesen. Wie gesagt, der kann ja auch köpfen, das ist das Gute. Ist nicht so groß jetzt, aber ist halt einfach relativ sprungstark, hat dazu eine gute Kopfballpräzision, ist quasi ein Allround-Stürmer, der hat dazu noch gute Passwerte mit 67, also den kann man wirklich relativ gut als Stürmer, als Anspielstation, aber als Finisher benutzen, aufgrund von dem hohen Abschluss eben. Das ist gerade eben mal nicht so stark, aber das macht nichts. Richtig gut aus. Was der da macht, das ist das 3-0. Dwight Gale mit dem nächsten Treffer. Und was für ein Finessi von außerhalb des 16ers. Das heißt, Longshot kann er definitiv auch die Werte. Muss ich mal kurz nachgucken. Sind 82 dazu übrigens auch noch 83 Schusskraft, 82 Positioning. Und das ist natürlich einfach nur stark. Wieder Trainer, keine Chance. Das dritte Mal diese Ecke. Und das ist richtig übertrieben hier. Da ist wieder Gale, Kontersituation, viel schneller als Basali. Wie kommen wir jetzt an Reyna vorbei, ist die Frage mit einer Ballrolle. Das sieht gut aus und dann ist er doch da. Natürlich machen da auch die Lecks ein bisschen was aus. Vielleicht wäre ich sonst vorbeigekommen, aber die sind gerade hart nervig. Ich glaube, auch lange wird der Gegner nicht mehr machen in dieser Partie hier. Schade, der Schuss war an sich gut. Meine Stimme ist noch ein bisschen eingeölt, das Dribbling vorher auch, aber leider Gottes der Abschluss nicht. War das Abseits? Ich weiß es nicht, aber er setzt ihn sowieso daneben, war kein Abseits. Ja, der hätte drin sein können, aber da auch ein bisschen zu überhastet abgeschlossen auf jeden Fall. 93 Freistoßpräzision, das ist natürlich mal eine Distanz hier aus knapp 34 Metern, aber der Freistoß war nicht schlecht. Den kann man auf jeden Fall schlechter treten, von daher keine Beschwerde von mir. Kamano, den haben wir übrigens mal in einer 7-Minute-Squad-Episode gehabt. Vielleicht kennt den der ein oder andere von euch noch. Wenn ja, dann schreibt jetzt mal an dieser Stelle hier auch an alle, die das Video bis jetzt geschaut haben, Hashtag
Kamano in die Kommentare. Und der ist jetzt hier nochmal auf der Außenbahn, setzt sich da gut durch. Gale ist gerade nicht anspielbar, vielleicht kriegen wir das gleich noch irgendwie hin. Vielleicht flanken wir auch einfach mal. Nee, tun wir nicht. Halbzeit bisher relativ ausgeglichene Stats tatsächlich, aber mehr Ballbesitz bei uns und mehr Schüsse auch. Und der Gegner entscheidet sich, wir verlassen die Partie. Gut, aber ich glaube, nee, wir können jetzt leider das nicht mehr. Ich wollte gerade die Ingame-Stats von Dwight Gale zeigen. Geht jetzt leider nicht mehr auf 9 Chemie, sind die aber wie gesagt sehr, sehr gut. Und mit Chemistry Styles, beispielsweise Marksman, könnt ihr den Kollegen auf 89er Stürmer-Rating pushen. Also das lohnt sich auf jeden Fall, sich den zu kaufen. Ihr habt gesehen, er ist ziemlich, ziemlich stark. Das war's von dieser Episode von Deal With, der ersten wieder hier auf dem Kanal nach längerer Zeit. In den nächsten Wochen werden, wenn es euch gefallen hat, definitiv mehr Serien kommen und allgemein wieder mehr Ultimate Team. Ich hoffe, darüber freut ihr euch. Wenn ja, lasst gerne den Daumen nach oben da, checkt die Links in der Beschreibung aus und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.